und welcome to Horizon Zero Dawn. Jetzt mal, mal ein ganz anderer Anfang. wir waren stehen geblieben hier bei der Brutstätte Sigma. Vorher haben wir ein paar Aufträge gemacht, also zwei Aufträge. Und jetzt sind wir hin... kurz auf... jetzt habe ich den Faden verloren, sorry. Ja, wir sind jetzt vor der Tür, vor dem Tor von der Brutstätte Sigma. Da vorne, da hatten wir so ein kleines Kampfgemengel mit Maschinen gehabt. Ich habe auch im Nachhinein noch gemerkt, die Person steht da noch und wir sollen mit der noch mal reden. Das machen wir, wenn wir wieder aus der Brutstätte raus sind. Und wir müssen generell rausfinden, wie wir da reinkommen. Mal schauen. Achso. Einfach nur überbrücken. Toll. Super. Mehr braucht man nicht. Oh, sorry. Ich hätte eben gedrückt halten müssen. Jetzt aber. Wow. Sehr viel Licht. Ich wollte gerade sagen, ist da Wasser? Nee, das sind einfach nur so eine Felder. Ob man darauf treten darf? Wer weiß. Wer weiß das schon? Also genau. Ja, wir machen hier wieder mal... Also generell die Brutstätte Sigma, das ist eigentlich auch so ein Nebenauftrag unter der Kategorie Brutstätten. Es gibt wohl noch mehr von denen. Okay, man darf hier rauflaufen. also wir machen das noch zu Ende, dann machen wir den anderen kleinen Auftrag nach noch mit dem Reden, mit dem den Typen nochmal quatschen und dann mal schauen, ob wir die restlichen Aufträge dann nochmal machen oder ob wir dann schon mal was anderes machen von der irgendwie Nebenquest oder doch weitermachen mit der Hauptquest, mal schauen. Auf der anderen Seite finde ich schon ganz gut, manche Nebenaufträge und jetzt auch diese Brutstätte, die sind eigentlich ganz, die sehen schon ziemlich cool aus. So, jetzt müssen wir hier abseilen. Okay. Wie kommen wir denn wieder hoch? Wow. Das ist aber ein großes Maschinchen hier. Wow, okay. Ich war gerade eben verwirrt wegen dem Geräusch. was haben wir denn hier? Metallscherben, Metallgefäß, Reinholz. So, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Ich frage mich ja echt, was diese Maschinen irgendwie... Ich frage mich echt, wozu diese Maschinen gebaut worden sind. Die sehen ja echt merkwürdig aus, die Dinger hier. Die sehen so merkwürdig aus. Das Metall. Das Licht. Das Ganze hier sieht wie ein Teil einer riesigen Maschine aus. Wer hat sie gebaut? Ja, okay. Das ist natürlich dann etwas realistischer, dass wir in einer Maschine sind. Wow. Diese ganzen Kabel, heftig. Ja, aber ja, gut, ja. Die Frage, wer das gebaut hat, ist schon ziemlich gut. Keine Ahnung. Oh, oh. Nicht runterplumpsen. Oh, Backe. Aber das da unten ist doch Fels. Aber es digitalisiert sich so. Also muss es doch irgendwie schon noch zur Maschine gehören.
Interessant. Das sieht wie ein dreieckiges Rohr aus. Wofür bloß? Lüftung! Rohr unbekannter Machart, stoßempfindlich. Enthält ungiftiges Gas, das die Sichtbarkeit einschränken kann. Was ist das da für ein kleines Vieh? Ach so, weiter hinten. Ich wollte gerade sagen, was ist das für ein Vieh, ey. Das kann mir Deckung geben, wenn nötig. Kann das Vieh mich sehen? Nö. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Diese Dinger transportieren Teile. Wow. Wohin los? Okay. Was mich gerade irritiert, sind diese ganzen Pyramiden. Irgendwie ist alles pyramidenförmig. Das ist ja heftig. Oh oh. Ich muss hier irgendwie weiterkommen. Bloß wie? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. La 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 la. Oh oh. Scheiße, 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 scheiße. Ach du meine Güte. Ja, da habe ich eben die Zeit falsch abgepasst, die ich hatte. So. Du gehörst uns. Helf uns mal hier raus mit dem... Ah, Hilfe! So. Helf uns, Kumpel! Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen. Danke sehr, Kumpel. Aber wehe, du greifst uns an. Dann bist du gleich weg. So, hier geht's nicht weiter. Okay. Ich glaube, ich bin sicher. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, aber vorerst erstmal. Also ich kann mir gut vorstellen, dass da noch mehr kommt. Noch mehr noch mehr Pyramiden. Also ich glaube, das ist nicht normales Gestein. Das ist irgendwas Metallisches, aber... Boah, ist ja heftig. Okay. Mehr ist von der Brutstätte... Das muss doch noch mehr sein als das bisschen hier. Hä? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Mehr ist das nicht? Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch verarschen. Gibt's doch noch mehr als nur das bisschen eben. Hä? Einmal hier durchlaufen und das war's, oder wie? Okay, ich nehme alles zurück. Die Brutstätte ist total lahmarschig. Die ist total langweilig. Was soll das denn?
Oder gibt's hier noch mehr? Das brauche ich später noch. Okay, da kommt doch noch mehr. Oh! Hier ist noch ein Eingang. Oh, yeah, Mann, ich kann Ratten! Toll. Ja, das Fleischstück kann ich leider nicht mehr irgendwie tragen. Das ist schade. Ich möchte eigentlich schon gerne ein bisschen mehr... Ah! Hatte ich das nicht? Ah, nee, ist noch neu. Ich wollte gerade sagen, hatte ich das nicht schon gemacht? Aber okay. Ja, jetzt kann ich aber leider nicht mehr... leider nicht mehr nochmal modifizieren. Das ist schade. Das ist wirklich, wirklich schade. Okay, da oben komme ich doch nicht weiter. Gut, dann müssen wir hier weiter. Ich habe nichts gesagt. Ich war noch nicht so weit, dass ich das gesehen habe. Okay. Falls euch das Video, das Let's Play der Part hier bis jetzt schon mal gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da, beziehungsweise abonniert meinen Kanal, damit ihr mich unterstützt. Falls ihr es wollt. Unterstützen meine ich. Okay, hätte ich eben hier auch noch. Hä? Okay. Das Ding bei der Spalte. Wozu ist es gut? Ah, achso, ich bin hier oben. Warte mal. Ich möchte erst noch mal weiterlaufen. Okay, geht gar nicht. Das sah so aus, als hätte man noch irgendwie eine Möglichkeit da, aber nee, gut. Okay, dann nicht. So, so, da komme ich jetzt nicht weiter. Da muss ich hier mal gucken. Okay. Gibt nur einen Weg hier lang. Uiuiui, okay. Ohne die richtige Munition bringt das nichts. Ja, ist ja gut. Ich gebe dir ja noch mal wieder Munition. Oh, okay. Toll. Ja. Ah, perfekt. Ah, sehr nützlich. Ah, okay. Ich habe mich gerade schon gefragt, was da dann kommt. Ich dachte irgendwie, dieses Ding bewegt sich dann, aber gut. Oh oh, da kommt gleich ein Nieser. Ich habe ihn gerade in der Nase schon. Oh. Aua. Sorry, Leute. Aber ich habe euch vorgewarnt. Ich habe vorgewarnt. Oh, was tat im Nacken? Oh, was tat im Mundweh, im Rachen? Aua. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ja, bestimmt. Wie immer dieses Licht einmal auf einmal so aufploppt. Wupp. Plop, 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 blop, plop, 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 plop. Oh, Mann. So, was kommt jetzt hier? Was haben wir hier? Hinter der Tür. Noch mehr Maschinen. Uhu. Diese fliegenden Maschinen scheinen Teile zu transportieren. Vielleicht können sie mich auch tragen. Was ist denn das da unten, was so heftig demoliert ausschaut? Na, vielleicht schaffen wir doch nicht so viel mehr nach der Brutstätte. Mhm. Mhm. Und wie machen wir das Ganze? Ich weiß von nix. Was müssen wir jetzt tun? Irgendwie bin ich gerade... Ich bin gerade total verwirrt. Hä? Ich bin gerade total verwirrt. Was soll der Kram hier? Muss ich da runterspringen? Glaube ich eher nicht. Ich glaube, das wäre der sichere Tod.
Hä? Was genau muss ich denn jetzt tun? Oh. Hätte ich da gerade eben raufspringen sollen? Ah! Perfekt. Das werde ich vielleicht noch bereuen. Na, werden wir sehen. Es stimmt also, an diesen Orten werden Maschinen gebaut. Aber warum? Und von wem? Sieht auf jeden Fall so ein bisschen... Das ist das Herz des Ganzen. Das muss es sein. Wie komme ich da nur rein? Scheiße. Hätte ich da gerade eben runterspringen sollen? Ja. Ganz schön groß. Dieses Ding hat mich getragen, soweit es nur geht. Okay. Ja, sah auf jeden Fall sehr verdächtig nach einer Achterbahn aus. Also nicht nach so einer heftigen Achterbahn, aber nach so einer Achterbahn aus. Ja, da kommen wir jetzt nicht rüber, oder? Oh, okay. Ich bin noch nicht tot. Ah, okay. Jetzt weiß ich Bescheid, okay. Ich will runter hier. Danke. Mit dem Runterspringen bin ich noch nicht ganz so vertraut. So. Was erwartet uns denn hier? Alles so. Oh. Ich schaff das immer nicht, mitten ins Auge zu treffen. Oh, Backe. Ganz ruhig. Ach du, jetzt kommen wir nach... Oh, jetzt kommen alle. Scheiße. Ja, da hätte ich vielleicht ein bisschen besser aufpassen sollen. Oh, verdammt. Ja, also hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Mal gucken, ob ich hier doch... Kümmert euch einfach um eure Sachen. Ja, ganz meine Meinung. Oh, Backe. Hilfe. Ah, das Vieh, das Vieh ist gemein. Das Vieh ist gemein.
das ist blöd. Wie komme ich denn jetzt hier vorbei? Hilfe! Perfekt. Yes, perfekto. Machen wir es kurz. Perfekt. Jetzt habe ich ziemlich viele immer ins Auge getroffen. Schnell einsammeln. Wieder schnell zurück. Das Ding ist gefährlich. Ich das viermal mal erledigt. Wow! Nee! Also, nein! Oh, ich habe gedacht, wenn ich das wirklich taktisch angehe, dass ich das dann doch so Stück für Stück schaffe, aber na gut. Ja, ich hätte einfach weitergehen sollen, nachdem das da so ein bisschen weiter weg gewesen ist. Super. Ja, ganz toll. Jetzt sind hier alle wieder da. Jetzt sind alle wieder da. Super gemacht. Super gemacht habe ich das. Jetzt geh ab. Jetzt runter da. Hallo, runter da. Danke, meine Güte. Toll. Dann darf ich alles nochmal machen. Ist das nicht toll? Die Jagd ist vorbei. Jetzt kommt der Kampf. Hilfe! Ach du meine Güte. Ich glaube, das ist jetzt sogar noch schlimmer als vorher.
Ich glaube, ich versuche was anderes. Entweder wird das was oder auch nicht. Wir werden sehen. Immer schön leise. So. Dann versuche ich das mal in Schnelldurchlauf. Wir haben ja so viel eigentlich geschafft, aber naja. Oh ne. Jetzt kommt diese Schildkröte da auch noch auf. No. Ich hasse diesen Krabbler. Da oben hoch, das habe ich eben auch nicht gescheckt. Also ich kann eigentlich schon so ein bisschen diese ganzen kleinen Krabbler umgehen. Das habe ich vorher nicht geschnallt. Ja, super. Naja, okay, jetzt weiß ich das auf jeden Fall und jetzt kommen wir schneller voran. Hoffentlich. Oh, Backe. Schnell in die andere Richtung rein. Ich möchte schon die Brutstätte in diesem Pfad noch schaffen. Und dann halte ich mich mit den ganzen Maschinen auf. Ich bin doch blöd. Ich konnte einfach darüber. Ist doch viel schneller. Naja, gut. Das kann man ja vorher nicht erahnen, ne? Wenn man hier noch nicht war, dann weiß man das ja nicht. So. Und alle hopp. Und jetzt wieder hier hoch. Warte, ich... Ja, ich frage mich wirklich, was auf uns noch zukommt. Was uns da generell so erwartet. Am Ziel. Dam, da, dam, dam. Und ich habe mich so lange aufgehalten. Schön, dass du da fast bist. Ich hätte ein paar Minütchen sparen können, indem ich einfach diesen Weg genommen hätte, den ich gerade eben genommen habe. Also, hm. Naja, gut. Was soll's. Und abseilen. Und jetzt sind wir schon wieder in Gestein. Und hopp. Ich hatte gerade schon Angst, dass wir wieder runterfallen. Ach du nee. Also was kommt jetzt noch? Was ist das? So werden also Maschinen gemacht. Sie werden aus Licht gesponnen. Aus Licht gesponnen? Aus allen Richtungen Signale. Aus Licht gesponnen. Ernsthaft? Naja, wenn man keine Ahnung hat von Technik. Hm.
Ja, und wie genau machen wir das jetzt? Mit dem Kern überbrücken? Ah, hier hoch. Verstehe. Da unten ist noch was. Da unten ist noch was. Wow. Ja, also ich dachte, das würde sie aushalten, aber gut, dann nicht. Und nochmal hoch. So. Oh nein, jetzt kommen da noch so viele. Hilfe! 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 Oh nee. Wow! Ey, ich will hier weg, Mann! Lasst mich hier raus! Wie komme ich jetzt hier wieder raus, Mann? Oh, wie komme ich jetzt hier wieder weg, ey? Hilfe, ich will hier weg, Mann. Oh, darauf bin ich. Ich habe darauf jetzt echt keinen Bock drauf, Mann. Das wäre nicht problematisch, wenn dieser Riesenklotz da nicht wäre. Aua. Ich komme nicht weiter. Ich muss dafür näher rankommen. Oh, meine Güte. Hallo? Spring mal weiter, Mann, hier. Was soll der Kram? Oh, ich hasse dieses... Ey. Oh, ich... Was soll der Kram hier? Oh, ich hasse diese kleinen Viecher, Mann. Oh!
Ey, das kann doch nicht angehen, Mann. Diese Scheiße hier. Ach, das ist ein Grund. Ah, okay, gut. Ich dachte, weil das Kreuz grün ist, dass der Tank auch grün sein muss. Oh, es lasst mich doch in Ruhe. Sag mal, ich will ausweichen und was passiert? Naja, gut. Ich muss gerade überlegen, gegen was ist das eigentlich schwach? Strom! Ach du Scheiße, naja, ey. Mann, das ist doch Kacke. Warte mal, hab ich bei der Schleuder auch Strom? Oh, Mann, ich hasse das. Jetzt darf ich wieder gegen alle kämpfen. Super. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Überall. Ja, Schockseile platziert. Und ich hoffe sehr, dass es funktioniert mit meinem Sieg. So. Sorry für den Ausraster vorhin. Die Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Oh, upsala. Oh, das kann doch nicht angehen, Mann. Ey, was? Ey, ich fass das nicht. So, beeil dich bitte. So.
Und jetzt hilf mir. Das wird. Schnell weg hier. Hilf mir, Kumpel. Jetzt schnell nachsetzen. Normal. Schnell weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oi, oi, oi. Ay, caramba. Oh, ich muss überlegen, ich muss überlegen, ich muss überlegen. Da habe ich noch ein Seil. Da habe ich noch ein Seil. Okay. Wow. So. Komm. Komm her. Gleich hab ich dich. Oh, na endlich. Yo. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oi, oi, oi. Yes. Doch noch geschafft. Ich hatte echt schon ein bisschen Bammel. So. Was sehen über Maschinen? Das hilft mir, sie zu überbrücken. Yes, das ist doch schön. Boah, jetzt sieht es ziemlich bunt aus. Ach, wie hoch. Ah, okay. Jetzt sind wir hier wieder oben. Okay, perfekt. Yes. Stufe 15 erreicht. Yay. Oh. Ich hatte echt schon Bammel, dass das Ganze nichts mehr wird. Ja, irgendwas ist da gerade.
Irgendwas ist hier, glaube ich, oder? Da vorne ist auf jeden Fall irgendwas. Ich glaube, ein Fuchs vielleicht? Ein Eber! Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Stelle Maschinen mit Sprengdrähten eine Falle. Ach so, das ist, muss ich die Tutorials machen? Okay, ja, okay. Ja, die mache ich mal irgendwann mal so. Ja. Gut. Mehr schaffen wir jetzt. Na, natürlich nicht unbedingt mehr, aber gut, das macht auch nichts. Da vorne ist, glaube ich, noch ein Eber oder so. Ha! Ein Fuchs, glaube ich. So. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt, dann liked doch mein Video, den Part hier, und das hält ja, sich. Wenn ihr keinen weiteren Part mehr verpassen wollt, beziehungsweise ja, wenn euch das gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich echt freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet. Oder könnt oder macht, ja. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns. Ciao.